Hallo ihr Lieben, ich habe mir ein Set bestellt. Da geht es um die Cyanotyp. Also da geht es eigentlich darum, dass man mit einer Schicht von einem bestimmten Chemie, sage ich jetzt mal, dann das Ganze mit dem Sonnenlicht, mit UV-Licht damit bestrahlen kann. Und ich muss es relativ schnell machen, aufgrund dessen, weil einfach hier auch Licht ist. Hier ist UV-Licht. Ich muss es also, wenn ich es vorbereite, also ich habe für mich dieses Shirt und da packe ich das Ganze drauf und beziehungsweise ich mische das an und ich zeige euch einfach mal, was drin ist. Achso, und wenn ich die Flüssigkeit hier drauf gemacht habe, dann mache ich das Ganze dann hier drauf und dann schauen wir mal, wie es wird. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe es vor einiger Zeit schon mal mit etwas, was ich schon gekauft hatte, gemacht. Also da war die Flüssigkeit schon drauf, das war also schon getrocknet und da hat es leider nicht ganz funktioniert. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier funktioniert. Und wir gucken jetzt einfach mal rein, was drin ist. Ich habe natürlich schon mal reingeschaut, logischerweise. Das heißt, wir haben hier einen Pinsel. Wir haben ein Schälchen, worauf das Ganze gemischt wird. Hier sind Handschuhe drin. Hier ist noch was, womit man es halt zum Teil dann eben auch machen kann, um vielleicht bestimmte Techniken zu machen. Und hier ist noch eine Schürze. Und natürlich das Wichtigste, die Komponenten dazu. Hier sind auch nochmal Beispiele hinten drauf. Und hier haben wir auch noch eine Anleitung, allerdings auf Englisch. Ich habe es mir jetzt so ein bisschen zusammengereimt und dann schauen wir mal und legen los. Und wenn ich das übrigens eingestrichen habe, dann werde ich das trocknen lassen und das tue ich natürlich im kompletten Dunkeln. Also ich bin gespannt, ob es funktioniert. Also die Schürze und so brauche ich jetzt nicht, das hier brauche ich auch nicht. Aber es ist gut, wenn immer so ein Komplettset drin ist und man das Ganze eben gut machen kann. So, dann fangen wir mal mit A und B an. Ich habe jetzt hier nochmal Alupapier drunter gemacht, damit es nicht komplett durchweicht und ich da halt genügend Möglichkeiten habe, das Ganze mit der Flüssigkeit einzuweichen. So, jetzt kommt die zweite Flüssigkeit dazu, das Teil B.
weil es jetzt so geraschelt hat, habe ich dann einfach jetzt mal das Nachsprechen angefangen und ich habe es jetzt also bestrichen alles. Und dann ist es relativ schnell. Ich habe so einen Karton gehabt, wo man mit Deckel und alles abdecken kann. Und dann habe ich es in das Badezimmer gestellt, in die Badewanne, weil da ist dunkel. Ich habe kein Tageslichtbad, sondern eben halt wirklich, wo kein Fenster ist. Und dadurch habe ich es dann eben dementsprechend dorthin gestellt. Habe das Badlicht nicht so oft angemacht, damit eben auch, also man muss ja verstehen, überall in den Lampen letztendlich ist irgendwie UV mit bei und dann würde das Ganze schon färben. Und das wollte ich natürlich vermeiden und dementsprechend habe ich es dann also immer so gut wie möglich das Licht ausgehalten und einen Tag trocknen lassen. So, hier hat er leider den Ton nicht aufgenommen, deswegen auch hier das Nachvertonen. Und ich habe es auf dem Balkon gemacht letztendlich. Da seht ihr auch den Karton, den ich dort hatte. Und habe dann das Ausgedruckte, was ich auf eine Folie ausgedruckt habe, dann dementsprechend gemacht. Ihr seht auch, da sind bereits Flecken entstanden. Diese Flecken versuche ich dann mit einem zweiten Durchgang dann nochmal zu bereinigen und der folgt dann danach. Aber erstmal kommt ein kurzes Update, wie es dann ist. Ich habe ungefähr 2 Stunden das Ganze auf dem Balkon gehabt, mit Sonne allerdings. Ja, und auch hier hat er den Ton leider nicht aufgenommen, aber hier ist das Ergebnis. Hier seht ihr auch, wie es sich verfärbt hat. Ich nehme es relativ schnell runter, also ist auch bloß ganz kurz. Ich spüle es dann intensiv aus. Da kam dann ganz viel von dieser gelblich-grünen Farbe raus und ihr seht schon, es ist eigentlich ganz gut geworden, finde ich. Und aber ihr werdet es auf jeden Fall sehen, wenn es dann fertig ist, wie es komplett aussieht. Ich habe es dann und so sieht das Ergebnis aus. Wie gesagt, frisch ausgespült und mittlerweile habe ich mich ganz gut damit angefreundet. Du kannst das dann auch lesen. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier so ein bisschen. Aber ich finde das ansonsten, dass ich mir jetzt hier vorne trotzdem und also meine Färbung vielleicht noch nicht einfallen. Weil ich sie zum Schwindel gar nicht finde. Weil das Blau und Wasser und naja, ihr wisst schon. Aber mal gucken, vielleicht fällt mir was ein. Und hier seht ihr schon, hier ist auch nochmal das zu sehen letztendlich. Wie gesagt, ich finde die Konturen wirklich schön geworden und dadurch bin ich damit auch zufrieden. Aber wie gesagt, die anderen Flecken waren jetzt irgendwie dann nicht geplant und trotzdem hatte ich jetzt versucht, das Ganze nochmal ein bisschen schöner hinzubekommen. Wie gesagt, ich habe mich auch mit den Flecken dann angefreundet, auch mit dem Endergebnis. Es ist anders, es ist ein bisschen wild, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich mag auch dieses Blau sehr, sehr gerne. Und dadurch, glaube ich, ist es wirklich eine schöne Variante jetzt dann auch geworden. Hier, wie gesagt, mache ich dann nochmal die zweite Seite auch da. Genau vom Ablauf her genauso. Und dadurch mache ich es dann im Schnelldurchlauf, sodass ihr dann nicht gelangweilt seid, sondern ihr einfach nur nochmal die schnelle Variante seht. Und ihr euch da jetzt nicht langweilt. Übrigens, falls jemand das Motto nicht verstanden hat, sind Tatsache eben Musik. Musik ist für mich immer sowas ganz Besonderes und ich freue mich da eigentlich immer drauf, wenn ich Musik höre. Musik hat einen wunderschönen Charakter und kann so viel in einem bewirken, es kann Freude bewirken, es kann auch Traurigkeit bewirken, es kann Erinnerungen hervorrufen und dadurch war das für mich jetzt so das optimale Thema. Wie gesagt, der Ablauf ist derselbige und ich habe wieder die A- und B-Komponente gemischt und habe es dann eingestrichen, habe mit Absicht auf den Ärmeln auch nochmal ein, zwei, drei, vier Flecken reingemacht und dadurch funktionierte das jetzt ganz gut. Hatte auch schon ein bisschen den Dreh raus, dass da eben halt auch genügend Flüssigkeit immer rauf muss.
Ich glaube, das nächste Mal würde ich es wahrscheinlich ausprobieren, dass ich halt die Ecken und Kanten versuche, gerade hinzubekommen, was ich jetzt diesmal, da war meine Konzentration dafür nicht gedacht. Ich wollte es einfach ausprobieren und schauen, wie es am besten funktioniert. Und dadurch war das jetzt relativ entspannt und ich wollte jetzt kein akkurates Lineal rausholen und gucken, dass das gut funktioniert, sondern halt wirklich einfach für mich schauen, dass es halt eben überhaupt erstmal funktioniert. Und auch hier geht es wieder ab in die Badewanne. Und als es dann getrocknet war, ich habe es immer eine Nacht lang trocknen lassen, das hat immer ganz gut funktioniert. Und dann habe ich es halt so bedeckt. Hier sind eben Herzen, Muscheln, dann nochmal was Ausgedrucktes, ein Anker, Moin habe ich zweimal drauf, wobei die Sprachen und der Anker ist nicht ganz so schön geworden, wie ich mir vorgestellt habe. Aber ich glaube, das ist trotzdem eine schöne Möglichkeit und habe da jetzt einfach mich versucht, da ein bisschen auszutoben und einfach, weil die Kleckse waren ja da, also kann man sie auch nutzen, ne? Und genau. Und auch da habe ich sie circa 2 Stunden drinne gelassen. Hallo ihr Lieben. Hi. Ich wollte euch jetzt noch das fertige Shirt zeigen und es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber ich finde es trotzdem gut. Ich mag das Blau und finde das halt echt schön. Und diese Flecken finde ich mittlerweile auch echt schön, weil das so ein bisschen was anders macht. Das Ganze einfach anders aussieht und dementsprechend zeige ich es euch jetzt. Ich zeige es euch jetzt einfach mal hier vom Nahen. Das heißt, es ist auch schön das Mikrofon geworden, die Noten. Man kann sogar die Schrift hier lesen. Ich weiß, es ist über die Kamera wahrscheinlich schwierig, aber auch das ist total angenehm geworden mit den Noten hier. Hier habe ich eine Muschel drauf als Fleck. Die blauen Flecken sowieso, ich mag die halt sehr gerne. Dann habe ich hier noch ein Herzchen. Hier ist ein Anker drauf, eben für Anker und Musik. Und ich gehe gerne in die Hafenbar. So, und jetzt gucken wir mal. Das ist die Rückseite. Und auch da, ich kann es euch leider nicht so direkt zeigen, ist auch wirklich alles gut geworden. Hier oben hatte ich eben auch ein paar Sachen, sind nicht ganz so scharf geworden, wie ich es gerne wollte. Aber ich glaube, dass das doch sehr, sehr schön geworden ist. Ich hoffe, dass alles gut zu sehen war. Ich mache es jetzt nochmal, wenn ich es nicht anhabe. Und, nicht so nah. Und dann denke ich mal, kann man sich das Ganze auch nochmal anschauen. Ich muss sagen, ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren. Ohne die Flecken. Wie gesagt, ich mag die Flecken mittlerweile sehr gerne. Aber vielleicht kriege ich es auch ohne die Flecken hin. Und zum Beispiel hier auch den Rand halt sehr gut konturiert, damit es halt gut funktioniert. Und genau, ich zeige es euch jetzt gleich nochmal nicht angezogen, damit ihr es da nochmal genauer seht. Und ja. So, und jetzt hier nochmal eben nicht angezogen, damit ich es auch nochmal besser zeigen kann. Wie gesagt, hier, das ist Mikrofon. Ich habe ja ein Faible fürs Singen, für Musik. Eben halt hier auch die Noten, die wirklich sehr, sehr schön zu sehen sind. Hier, ich weiß nicht, kann man es lesen über die Kamera? Ich glaube schon, ist der Anker in stürmischen Zeiten, also die Musik. Und genau, hier an den Ärmeln habe ich ein Herz. Ich hätte es vielleicht andersrum legen sollen. Hier ist eine Muschel. Auf der anderen Seite haben wir hier den Anker. Und also auch da, ich gehe ja sehr, sehr gerne in die Hafenbar. Hier in Berlin, in Tegel. So. Dann haben wir hier ein Unendlichkeitszeichen bzw. ein doppeltes Unendlichkeitszeichen. Eine Gitarre, ich habe leider kein Keyword gefunden. Dann habe ich etwas, was, da sind glaube ich die Linien einfach zu schmal gewesen. Ein Freundschaftsliebezeichen, die zwei Hände. Dann haben wir hier nochmal einen Anker. Der ist so ein bisschen verwaschen, aber trotzdem finde ich das vollkommen in Ordnung. Auch hier wieder das Herzchen ein bisschen falsch rum. Hier habe ich Moin, weil ich auch ein Faible eben für diese Ostsee habe, beziehungsweise generell ja überhaupt fürs Wasser. Und ja, hier auf der Rückseite sind jetzt nur so ein paar Flecken. Hier hatte ich es nochmal versucht mit dem Herzchen.
Und hier ist eine Muschel noch. Und wie gesagt, ich finde das tatsächlich sehr, sehr schön. Und hier oben übrigens steht auch Moin. Das ist ein bisschen nicht ganz so schön geworden, aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, ich mag das Blau halt sehr, sehr gerne. Also ich finde, das lohnt sich. Man kann es wirklich mal ausprobieren und dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut.